Oh, Entschuldigung, gerade auf Tinder gewesen, aber alles gut. Ich grüße euch, ihr Lieben, zu diesem nächsten Update-Video. Heute hole ich ein bisschen weiter aus. Ich weiß, du hast keine Zeit, weil heute ist Sonntag, früh die Haier, morgen wieder Malören. Wir steigen deshalb direkt mit ein. Ja, heute wird es wehtun, aber nicht, weil ich dich ärgern will, sondern ich will dich aufwecken. Was haben wir denn jetzt für eine Sache hier im Hintergrund? Alles, was ich sage in den letzten paar Jahren, sind natürlich alles rechtsradikale Parolen und Scheißgelaber von einem Aluhutträger. Nein, es gibt nichts mehr zu beschönigen aufgrund, ja, einer Propaganda, die gefahren wird. Haben wir hier auf einmal ein großes Problem. Was passiert also, wenn Volkswagen eine Liaison mit den Grünen eingeht? Der Niedergang, das heißt, wir haben einen Gewinneinbruch aufgrund von der Verlagerung der technischen Hintergründe, der Anlagen, der Modellpalette etc. Wer ist der Leidtragende? Der Arbeitnehmer. Nichts Neues, aber irgendwie tut jeder jedes Mal so, als hätte man nichts kommen sehen. Es waren hier Fehlentscheidungen am Fließband, um im Autometier zu reden, sowohl vom Konzern Volkswagen als auch von der Politik. Und jetzt gibt es da immer noch Leute wie unser Olaf, der stellt sich hin und der sagt, die Deutschen sind zufrieden mit der Bilanz der Ampel. Also ich weiß ja nicht, wie viel Lack der gesoffen hat. Vielleicht war er ja gerade im VW-Werk gewesen, hat sich angeschaut, was er gemacht hat. Wir sehen ja auch der Vorstand, der in Baunatal ausgepfiffen wurde. Also irgendwie scheint ja das Ganze, was ich hier behaupte, jedes Mal sich weiter zuzuspitzen oder immer mehr Formen anzunehmen. Es heißt also jetzt, es gibt nichts mehr zu leugnen, es gibt nichts mehr zu beschönigen, es gibt nichts mehr drumherum zu schwirbeln. Wir haben eine große VW-Krise hier mit dabei und es trifft nicht nur VW, das wird auch andere Hersteller betreffen, weil sie sich an irgendwelche sagenhaften, völlig hirnverbrannten Forderungen von der links-grün versifften sozialistischen Regierung gehalten haben. Das heißt, wir haben einen absoluten Shift. Wir haben ja einmal mit dabei der Westen, gleich geht es da auch rein, vielleicht hat es der eine oder andere kurz gesehen, der Westen kapitalistisch und der Osten sozialistisch, auf einmal haben wir einen Shift. Das heißt, hier versuchen sie uns was aufzuzwingen, Social Credit System, digitale Staatswährungen, ein Kodex, Zwang, wie hier vor ein paar Jahren, und ich meine nicht Heroin. Mich laust übrigens auch der Affe, wenn ich sowas sehe. Moment, kann ich den hier raussuchen für die Reaktion? Nee, kann ich gerade nicht. Aber ist egal, kriegen wir hin. Wenn ihr wisst, was zu tun ist, und darin bilde ich die Menschen aus, dass wir eben hier nicht überfremdet, dass hier gemacht werden in der Fußgängerzone. Wir sehen auch da einen Anstieg. Ihr seht auch wirtschaftlich oder politisch in den Großstädten legt man dieses Feuer der geistigen Brandstiftung. Dort fängt es an, die Menschen drehen am Rad, es fühlt sich keiner mehr sicher, es springt über auf die kleinen Städte. Haben wir alles schon mal gesehen, aber der Mensch, der vergisst ja, weil er wird ja nur 100 Jahre alt oder er leugnet, weil er es besser weiß. Jetzt gehen wir gleich direkt in das nächste Thema mit rein. Auch da, ihr seht ja dann oben in der Zeile den entsprechenden Link. Ich kann euch dann später andere, nützlichere, bessere Links mit reinstellen. Das heißt, hier sogar die Frau Lagarde, die wirft jeden Tag 4 Milliarden Euro. Moment, ich muss nochmal meine schauspielerischen Künste. 4 Milliarden Euro wirft die jeden Tag ungedeckt im Frankfurter Ostend vom Balkon von der EZB. Und ihr ist es egal. Also du bist ihr egal. Euro ist nicht mehr das Zahlungsmittel der Zukunft. Es wird in Richtung Zinssenkung gehen, ja. Aber ich sehe nicht, dass die deutsche Konjunktur dadurch Gas gibt, sondern wir sind nicht mehr Exportweltmeister. Das ganze Thema wie sagt man, schrumpelt von mir aus zusammen, schrumpft. Das heißt, wir haben auch nicht mehr diese Werte wie früher. Wir haben auch bereinigt ganz andere Zahlen. Das haben wir auch vor ein paar Jahren halt eben gesehen, dass man sich Zahlen zurechtfrisieren kann. Hat ja auch keiner geglaubt, was da gewisse Institute gemacht haben. Unser Gesundheitsminister und Co. Es wird heute ein bisschen weiter, es wird heute ein bisschen witziger, aber ich zeichne dir damit auf das große Ganze und warum es wichtig ist, dass du jetzt was unternimmst. Jetzt gehen wir weiter mit rein. Der Sven ist nämlich heute in Angriffslaune. Ich zeige euch später auch ein paar schöne Bildchen für die Leute, die nicht so gut lesen können oder sage ich jetzt lieber nicht, was da der Hintergrund ist. So, schauen wir nämlich mal direkt rein. Wo habe ich es für euch hingelegt? Es sind nämlich weiterhin wieder witzige Dinge geschehen in den letzten nicht nur ein paar Tagen. Mein Liebling, VOW, ich erzähle euch, wie wichtig es ist, gescheite Liquidity Pools aufzubauen. Seit einigen Tagen seht ihr das bei mir auf Insta, gehe ich massiv, offensiv auf euch zu. Warum?
zentralisiertes Schneeballsystem, eine, wie soll ich das jetzt nett sagen, Zirkusbude, können wir jetzt mal sagen. Ihr kennt von mir das legendäre Webinar zum Thema VOB. Schaut euch an, was da fundamental abgeht. Ich habe keinen Bock, es langweilt mich jetzt hier nochmal reinzuschauen, wie es aussieht, nicht nur von der Community, sondern wer das hält, auf welcher Börse du das bekommst, wie die Wale dort aufgestellt sind, dass da einiges nicht stimmt. Siehst du immer noch in meinem Video, das ist bei mir auch im Kanal angepinnt. Was ist jetzt hier Folgendes passiert? Der gesamte Markt geht voran, auch wenn wir jetzt gerade eine Seitwärtsbewegung haben. Es hat ein bisschen geblutet. Es hat dieses Jahr bei VOB schon zweimal geknallt. Und zwar haben wir dann nämlich gesehen, einmal im Frühjahr war das schon mal gewesen. Siehst du hier, wo der Jörg Wittke und andere Opfer eines Scams wurden. Seht ihr hier oben meine wilden Gestikuliererei, wir wissen alle, wie die Hintergründe sind, wer dieser Mensch ist. Natürlich war keiner dran schuld. Die Dezentralität wurde kurzfristig eingestellt. Ihr könnt es nachlesen in den VW-Gruppen. Ja, und dann hat es hier nochmal gerauscht. Alter Vater, ein Monat 65% Minus. Das heißt, wir hatten vor einem Jahr einen Stand von 91 Cent. Jetzt sind wir bei 11 Cent. Wenn wir uns das Thema hier anschauen, seht ihr auch ganz klar vom Chartmuster. Ich kann das auch hier dann umstellen. Ich könnte es auf TradeView, ich könnte es vortanzen. Es sieht doch jeder Depp, dass die kurzen Phasen des Hypes immer dann sind, wenn irgendwelche Events laufen, dann geht einer rum im Klingelbeutel, sammelt Kohle ein, genauso wie diese ganzen anderen Buden. Und dann haben wir eine viel längere Phase, wo es korrigiert. Und natürlich ist das kein nachhaltiges Chartbild. Ihr seht, die Ausschläge werden jedes Mal tiefer, das Ding ist eine Totgeburt. Wir gucken auch hier mal mit rein, Marktkapitalisierung bei knapp 43 Millionen. Die FDV ist aber bei 91,5. Das heißt, auch da seht ihr eben, wie die Token deployed sind. Wir sind bei 46,7%. Ihr seht, wie es mich langweilt. Die Leute dort kriegen das nicht beigebracht. Das heißt, was sollen die Menschen dort machen? Sie zahlen zentralisiert zum Beispiel Lending oder in Liquidity Pool ein, in Staking ein und das Ding wird für ein Jahr lang gelockt. Das heißt, ein Jahr lang ist dein Geld in der Geldkassette, wo gewisse Menschen, ich habe sie damals auch schon öffentlich attackiert, rangehen und sich bedienen, obwohl das Teil eigentlich abgeschlossen sein sollte. Und du stehst jetzt da, kannst ein Jahr lang nicht über dein Geld verfügen und kannst nur hoffen, kann man auch in der Kirche, dass mit dem Kapital sich da noch was tut. Dass der Kurs sich entwickelt, dass du entsprechende Renditen mitnehmen kannst. Wir haben hier auch wieder einen großen Abverkauf, haben wir gesehen. Das war auf dieser einen Kerze alleine sind es 63,3%. Also wer hier noch meint, da ist noch Leben drin. Ich habe ja auch einige Leute von denen, die mich gepitcht haben. Vergesst es. Vergesst es. Und inzwischen ist es so drastisch, dass wart noch länger, weil du nicht im Minus irgendwie realisieren willst, ist das Ding noch weiter unten. Was habe ich also für dich? Unten in der Beschreibung von diesem Video ist es mit dabei, eine 1A geisteskranke Möglichkeit, das Kapital passiv für dich arbeiten zu lassen, ohne eine Lockzeit. Und das Allerwichtigste ist, dezentral, das heißt keine Drittpartei wie eine Börse, haben wir bei FTX damals gesehen, wie bei Bitonite, wo nicht getradet wird, sondern es kam in ein Online-Casino rein, die Personen sind zur Fahndung ausgeschrieben. Oder jetzt wie bei DCPDG, wie sie alle hießen, es langweilt mich. Wir haben immer bevor ein Bullrun beginnt und kurz bevor er endet, haben wir eben so eine Scam-Season. Und die Leute, die Annemarie, die fällt drauf rein. Mein Mitgefühl, manche Leute betteln leider darum, dass sie veralbert werden. Deswegen nochmal, ähnlich wie im Flughafen, letzter Aufruf, runterscrollen, auf den Link draufklicken zum Thema Liquidity Pools. Wie geht das? Was ist das? Wie stelle ich das ein? Ich habe für dich die besten Analyse-Tools am Markt. Ich habe euch letztens auch schon mal gezeigt, dass Infinity mit diesem komischen Algo-Tool nichts kann. Ich habe euch gezeigt, Arcam haben wir zum Beispiel mit dabei. Wir haben Dune mit dabei, was gescheit läuft. Wir haben noch viele, viele, viele weitere, weil ich will mir nicht zu tief in meine Karten schauen lassen, die Zaubertricks, die kommen noch. Oh, 2020 hat angerufen und hätte gern sein Meme zurück. Aber so wie ich das sage, ist das tatsächlich. Das heißt, du kriegst in kurzen, knackigen, verdaulichen Videos beigebracht, dezentral Liquidity Pools eröffnen, richtig einstellen, Impermanent Loss berechnen, Calculator mit dazu. Was steht am Schluss als APR und als LPY hinten drin? Wenn du nicht weißt, was das ist, brauchst du keine Angst haben, ich reiß dir nicht den Kopf ab. Scrollst auch runter in die Kommentare, schreibst rein. Wir finden für alles eine Lösung. Wir schaffen das, aber nicht wie die, sondern wir machen das gescheit. Heidebre, mein Lieblingswort in letzter Zeit. Und dann weißt du innerhalb von einer Stunde, wenn es schlecht läuft, innerhalb von 3 bis 4 Stunden sofort, wie geht das? Wie mache ich das? Ich stehe dir zur Verfügung.
Informationsaustausch. Mir geht es darum, ich will schnellstmöglich überflüssig werden, weil ich nicht möchte, dass du abhängig bist von jemandem, so wie in diesen ganzen anderen Buden. Und dann kannst du mit, sagen wir mal, 3 bis 4 Stunden im Monat, das mal überwachen, schaust da rein, stellst was nach, wie das geht, wie gesagt, kriegst du beigebracht. Und dann hast du sofort einen passiven Cashflow. Und das Lifetime Support. Ja, du hast richtig gehört. Kein Abo-Modell. Wovon sprechen wir jetzt also? Beispielsweise, nehmen wir mal Ethereum, sagen wir jetzt mal, es stünde bei 2.500, würde bis zum Ende vom Bullrun auf 7.500 hochgehen. Meine Prophezeiung kennst du aus den anderen Videos, hätten wir eine Verdreifachung. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber sagen wir jetzt mal Verdreifachung. Was haben wir noch mit dabei? Wenn ich das in einen Liquidity Pool lege, läuft über den Zeitraum X, sagen wir mal bis zum Ende des Bullruns, Zins und Zinseszins an. Das heißt, ich vermehre in dem Fall in einem Pool, sagen wir mal hier Ethereum. Es gibt viele Möglichkeiten, zeige ich dir, alles transparent, weil ich kann irgendwas erzählen. Ich mache es einfach und es funktioniert. Und jetzt haben wir aber dazu noch die Kursgewinne. Das heißt, Ethereum hat die Steigerung. Das heißt, anstatt eine Verdreifachung zu machen, haben wir das Potenzial, in dem Fall Ethereum, auf eine Verzwanzig, auf eine Verdreißigfachung, weil es sowieso da liegt. Warum soll ich das hodeln und es passiert nichts damit? Das geht im Jahr 2024 nicht mehr. Jetzt stell dir vor, du bist dort in Pools mit drin, die beispielsweise nicht stark besucht sind. Die Leute sind auf deine oder der Markt, die Automated Market Makers sind auf deine Liquidität angewiesen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, je nachdem, wie du vorgehen möchtest, zwischen 10 und 45% im Monat dezentral zu verdienen. Du hast richtig gehört. Lass dir das nochmal auf die Zunge zergehen, drück Pause, spul zurück, mach dir das als Handy-Klingelton. Mir ist wichtig, das geht, das funktioniert. Und in dir drin sehe ich jetzt schon wieder den Skeptiker, das kann ja wohl nicht wahr sein. Oder diese Sparbuchmenschen, diese komischen Rentenaktien, ETFs, CFD-Menschen, die verstehen das nicht. Und das ist okay, wenn man es nicht versteht. Aber dann fuchst man sich rein. Das heißt, ich hefte dir auch noch zusätzlich unten in der Beschreibung mit an, eine detaillierte Erklärung, damit du genau weißt, dass du nicht die Katze im Sack kaufst. Lass dich nicht ausbeuteln. Die Katze im Beutler, habe ich nicht gesagt. Sondern wir machen das Thema gescheit. Und jetzt gibt es zum Schluss nochmal was zum Lachen, nachdem die VOW-Leute heulen mussten bei diesen Charts. Ich zeige euch mal ein paar Bilder, um nochmal weiter reinzutauchen. Und ich weiß genau, die Menschen, die es verstehen wollen, die nehmen sich die Zeit. Die anderen Leute haben halt ein Dopamin-Level und eine Erinnerung wie ein Goldfisch. Was kommt hier zum Tragen? Wir haben hier einmal die Bundesnetto-Liquidität. Wir reden von Amerika in Dollar in diesem schwarzen Graphen. Und wir haben darüber hinaus die US-Government-Schulden als Prozent des Bruttoinlandproduktes in diesem Magenta-Ton. Weil die Farbenlehre und Männer ist so eine Sache. Was sehen wir hier? Wir sehen jedes Mal eine Aufwärtsbewegung wie eine Art Treppenstufen. Wir sehen hier im Jahr 2020 das, was die meisten von uns betroffen hat. Der einen mehr, der anderen weniger. Manche haben sich von erholt, manche gehen für immer die Steinzeit. Wir haben hier im Jahr 2008 die Finanzkrise gehabt, die noch nicht vorbei ist, was aber viele behaupten. Das heißt Lehman Brothers und Co. Erster Indikator, erster Auslöser. Wir sehen hier eine Erhöhung der Liquidität. Wir sehen hier das Wort mit C, ich darf es nicht sagen, Algorithmus ist böse und gemein oder Bill Gates kommt vorbei und tritt mir in die Eier, will ich nicht. Jetzt sehen wir das Ganze, wie es wieder weiter anläuft. Wir sehen hinten dran, dass die Schulden sich eben fast gleich in derselben Form erhöhen. Das heißt, es kommt Liquidität rein, die abdecken soll die Schulden im Bruttoinlandsprodukt. Wir sind in Amerika inzwischen unterwegs oder waren schon mal drauf, 120%. Das heißt, mindestens 20% pro Jahr verschuldet sich Amerika mehr, als dass es Geld einnimmt. Warum das Ganze so ist, habe ich euch auch schon mal in Insta-Lives gesagt, dass Amerika vorsätzlich sein eigenes Volk in eine Rezession reinschubst, damit die BRICS geschwächt werden können. Bla bla bla. Wenn du Fragen dazu hast, gerne hau an. Ich will es nur nicht die ganze Zeit wiederholen. Was läuft jetzt da aber im Hintergrund? Am Kryptomarkt ist es so, wir achten jetzt ja eben drauf, was passiert mit den Zinsentscheidungen in Amerika. Deutschland wird dann spätestens nachziehen. Wir haben die US-Wahlen, die noch kommen. Im Wahljahr wird keine Nation die Wirtschaft an die Wand fahren. Daher ist für mich jetzt hier die Prognose, wie ich es euch gesagt habe, es verschiebt sich minimal nach hinten. Wir sprechen jetzt von Oktober, Ende Oktober bis Beginn der parabolischen Phase. Ihr kennt diesen Wasserballeffekt, der liebe Eisbär hält ihn unter Wasser, aber irgendwann schießt das Ding hoch. Und ich kann es halt eben beweisen, ich kann das ganze Thema eingrenzen. Und das ist eben sehr wichtig, das ist sehr wertvoll, dass man das kann.
Die wenigsten Menschen können das, deswegen halten sie sich in ihren Fängen mit ihrem Abo-Modell. Schauen wir aber nochmal weiter rein, was jetzt wichtig ist und was jetzt noch zum Tragen kommt. Wir haben nämlich auch die globale Liquidität. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, Erfolg ist planbar. Hier seht ihr es wieder. Das heißt, auch hier einfach mal in euch reinfühlen, reinschauen, was wir dann eben sehen. Dieser berühmte Vierjahreszyklus, da gibt es so ein ganz altes Bild aus so einem Almanach. Kennt keiner mehr, was das ist. So ein Büchlein, Zeiten, wo man Wohlstand aufbauen kann. Das ist so ein dreieckiges, uraltes Bild. Und da geht es genau darum. Das heißt, wir sind jetzt schon weiter fortgeschritten. Leute, wir haben September. Wir haben jetzt nochmal einen weiteren Abfall. Aber der Boden ist hier schon gefunden worden als Auswirkung von dem C-Wort. Und meine Einschätzung ist hier, wir hauen jetzt durch die Zinsentscheidungen und Co. billiges Geld mit rein. Die Leute sollen konsumieren. Die Wirtschaft muss gestützt werden. Kommen mit dem Drucken nicht mehr hinterher. Und dementsprechend werden wir hier einen Anstieg sehen, einen Ausbruch zum Thema die globale Liquidität, die dort eben sich angleichen wird, steigen wird. Dadurch haben die Menschen mehr Kapital zur Verfügung. Die Leute, die gescheit sind, die investieren, die Leute, die behindert sind, die konsumieren. Egal, ob das Bubatz ist oder das neueste Handy oder sonst was. Aber wir werden hier sehen, hier wird sehr viel Kapital in den Markt reinfließen, was dann sich in der Marktkapitalisierung niederschlägt, was sich in den Preisen der jeweiligen Kryptoprojekte niederschlägt. Wir haben nämlich da auch noch, dass das Thema sich angleicht. Wir haben jetzt das gesehen, Leute sind in Euphorie, in das klassische Finanzsystem, ins Zentralisierte reingegangen. Ich habe euch gewarnt mit Wirtschaftsdaten und Co. Die Leute waren so auf Crack, die waren so lange auf der Yacht, die sind so weit rausgeschwommen, die haben es nicht kapiert. Wenn ich fühlen will, muss hören. Gehen wir ins nächste Thema mit rein, was jetzt nämlich auch noch interessant ist, fundamental. Ich bin ja auch mal gespannt, wie lange die Menschen wieder die Videos schauen. Ich sehe auch das, wie viel Aufmerksamkeit du hast. Es geht um deine Zukunft. Die Leute, die es verstehen, machen mit, die anderen sind mir gleich. Wir haben jetzt hier de facto seit 2 Jahren den Bullrun. Wenn es die tiefste tief getroffen hat, dann ist für mich der Wechsel von Marktsegment. Wenn alle hier oben von einem Bullrun reden, geht für mich schon direkt der Bärenmarkt los. Ich handle antizyklisch, ich bereite mich immer so vor. Das heißt, jetzt ist es Zeit, sich zu konzentrieren. Weg von irgendwelchen komischen Shitcoins. Ja, hier geht wieder die Peitsche raus an Adam und Co. Wir haben es gesehen mit Bier, Water, Tequila, Time, Sandwich. Deine Mutter, wer weiß, was sie als nächstes als ein Memecoin bringen. Was will ich mit so einem Rotz? Ein deutsches, lokales Projekt, was keinen Use Case hat, wo dieses Inzestgeld hin und her geschubst wird, was ein VC-Scam ist, wo die ganzen Herrschaften dann eben auch die Kohle einnehmen. Was meint ihr, wie viel Geld die verdient haben, diese ganzen Influencer? Vorher wart ihr so blöd wie bei Bier, geht zu spät rein, weil es auf Bitpanda gelistet wird, wo kein Mensch tradet, außer Leute von vorvorgestern. Ja, ich weiß, ich bin heute gut drauf. Und dann wird noch beschwert, wenn Leute Profite ziehen. Und dann kommen die Leute hin und machen das das sechste, siebte, achte, zehnte Mal und du meinst irgendwie immer noch Geiz und Gier. Wichtig nochmal, Projekte konzentrieren. Nachhaltige, gescheite Projekte auf den passenden Blockchains mit dem passenden Use Case mit dabei. Und dann muss man wieder gucken, Layer 0, 1 oder 2, das ist ein Stack, geht's auf Omnichain, egal was die Hintergründe sind, das bringe ich dir bei. Das heißt, ich bin kein Krypto-Influencer, der für irgendwas bezahlt wird, weil er eine Meinung hat oder der irgendwo dort was verzerrt, damit alle einsteigen und die Leute an den Rand des Wahnsinns fahren. Mir geht es hier darum, das Ganze muss sauber aufgebaut werden. Das ist das Allerwichtigste für dich, damit du halt eben nicht Kohle verbrennst. Mag halt nicht jeder, dass ich so vorgehe, weil die kriegen den Hals nicht voll. Die gehen von der einen Bude zur nächsten, ziehen dich wieder ab. Hoffentlich hast du es dieses Mal verstanden. Wir kommen nämlich jetzt hier auch noch, wenn wir gleich dann am Ende sind, zum Thema die These. Die wurde von mir jetzt leicht angepasst. Das heißt, hier ist meine, auch wenn es am Beispiel von Brett ist, und hier auch nochmal Dankeschön an den lieben Frederik für die Bereitstellung vom Bildmaterial. Hier ist meine These, die angepasste. Sommerloch läuft langsam aus. Parabolische Phase, Banana Zone beginnt hier. Wir haben eben zwischendrin Wahlen und Co. andere Entscheidungen, das spielt alles rein, kriegst du bei mir beigebracht und die Goldmastermind. Indikatoren besser lesen, politische, wirtschaftliche, geografische, monetäre Zusammenhänge. Sommerloch dann wahrscheinlich nächstes Jahr wieder und ob es eine dritte Welle gibt. Doppeltop, wie im letzten Bullrun, ist nicht wahrscheinlich.
Jetzt muss ich dich leider enttäuschen und mache hier die euphorische Stimmung kaputt. Ich freue mich, wenn da nochmal eine käme, eine Welle. Aber ich gehe lieber davon aus, dass ich früh genug absichere, weil Vorbeugen ist besser als heilen. So, jetzt schauen wir hier nämlich nochmal mit rein, was ich dir noch an die Hand gebe. Was auch sehr wichtig ist, sag einmal Bildschirmfreigabe, nicht das Dick Picture, sondern das Big Picture. Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Wir sehen den Bärenmarkt, wir sehen den Pre-Bull, das heißt vor dem Halving. Wir sehen den First Bull nach dem Halving und wir sehen dann, wie ich das in den anderen Webinaren auch erklärt habe, wie diese Boxen kleiner werden, dementsprechend die parabolische Phase, wie das Thema ausläuft. Es reimt sich nicht oder es wiederholt sich nicht eins zu eins, aber es reimt sich. Wir haben eine gewisse Tendenz. Seht ihr auch hier, schön mit den Farben hinterlegt, mit den Zeiträumen hinterlegt. Und jetzt ist einfach wichtig, dass ihr erkennt, wo stehen wir. Was im Hintergrund abläuft mit digitalen Staatswährungen, mit politischen Akteuren und Co. Ganz anderes Thema. Das heißt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen jetzt massiv Kapital aufbauen, bevor es die nächsten Nullrunden gibt oder bevor es hier noch weiter den Berg runtergeht. Das heißt, auch da habt ihr jetzt einmal gesehen, das große Ganze muss man erkennen und dann einfach auch einen kühlen Kopf bewahren. Genau, dann haben wir hier das Thema abgehakt. Andere technische Geschichten, der Vierjahreszyklus gebe ich euch dann das nächste Mal noch an die Hand. Vierjahreszyklus hatte ich auch schon mal erklärt, mit einem anderen Chart, mit anderen Farben. Aber ich habe dann nochmal so ein paar andere Tools gefunden, wo man so ein bisschen zaubern kann. Das ist mir auch sehr wichtig, dass es dann erkenntlich ist. Ich zeige dir aber jetzt nochmal als vorletztes hier an der Stelle die zeitlichen Horizonte. Ich habe euch das in einem Live für die Teampartner und danach in der Aufzeichnung für alle externen an die Hand gegeben. Wie bildet sich der Boden? Was passiert beim Halving? Welche Zeiträume haben wir? Ihr seht hier die Bars, das heißt, wie viele Kerzen sind zwischendrin vergangen. Wir haben dort zwischendrin liegen Sommer, Frühling, Herbst und Winter in Krypto. Und wenn wir das Thema jetzt abrechnen, sind wir mit dabei, dass jetzt noch genau diese 500 Tage nach dem Halving beginnen, bis wir das Top anlaufen. Habe ich vor 2 Wochen vor Antalya erklärt. Gerne das nochmal au Detail anschauen oder mich fragen. Das heißt, ihr seht hier jedes Mal diesen kritischen Zeitraum, wo das kommt. Und wir wissen, jetzt sind es noch ungefähr 500 Tage. Es unterscheidet sich 517, 549. Aber ihr seht, hier ist wieder ein Muster mit drin. Das heißt, ich gehe lieber progressiver, vorsichtiger vor, sag 500. Alles, was drüber ist, schick, ich werde dann dementsprechend den Markt nicht zu 100% verlassen, sondern man lässt was stehen. Und dann hat man halt eben noch ein bisschen was mehr, über das man sich freuen kann, oder ein bisschen weniger, über das man sich ärgern muss. Das ist den wenigsten Leuten nicht bewusst, weil sie massiv halt eben in die Gier gehen. Deswegen jetzt nochmal hier mein Commitment für meine Teampartner, aber auch für alle, die das noch werden wollen. Scrollen wir mal runter. Der Gameplan für den September. Das heißt, jeder sollte sich hier jetzt erstmal überlegen, Ziel. Ich habe zu mir für mich jetzt gesagt, 10.000 Dollar aufzubauen, neues, frisches Kapital. Ich meine nicht passiv, ich meine nicht Kursgewinne. Und zwar spätestens bis zum 18.11. Heute ist der 8.9., 17.26 Uhr. Ich vertone das, damit es später nicht heißt, Zufall oder das Rennen, irgendwie so wurde schon was. Das solltest du also auch für dich tun. Was jetzt wichtig ist, liquide bleiben, Geld beisammen halten, gescheite Projektanalyse, fundamental, technisch, gebe ich dir in die Hand, dass man nicht auf Scams reinfällt. Wichtig ist auch kein Panic Selling. Haben wir auch gesehen, bei Ton, wie das war, wie der Gründer verhaftet wurde. Ich denke mir, jawohl, kann ich shoppen gehen. Das ist ein Angriff auf die freie Meinungsäußerung und was die mit der Datensicherheit machen, steht auch wieder auf dem anderen Blatt Papier. Aber okay, können wir Ton nachkaufen, also Panic Buying. Buy low. Das heißt, diese A nachkaufen nur bei einem Dip. Das heißt, ich hangle mich, wie ich das in dem anderen Webinar gezeigt habe, mit dieser Tassengrafik wie dem Mowgli hin und her. Das Ganze kann man aber auch hier eben wunderbar machen. Steht unten auf dem 7. Punkt. Durch Liquidity Boosting kann ich die Position nicht nur hedgen. Ich kann hier eben diese A nachkaufen, weil ich stelle für den Markt Liquidität zur Verfügung. Die freuen sich, die AMMs, und dafür werde ich fürstlich bezahlt. Bin ich ehrlich, zeige ich dir nochmal Erinnerung, runterscrollen, Erklärungsvideo und Zugangsmöglichkeiten. Rauszoomen habe ich gerade erklärt. Erinnere dich an das Big Picture.
dass du weißt, was an diesem Markt hier machbar ist, dass wir immer noch in Kinderschuhen stecken, dass es noch nicht zu spät ist, aber dass halt von da draußen der böse Olaf, Annalena, Robert, ich brauche gar nicht weiter aufzählen, dass sie da stehen und dir an dein hart verdientes, extrem versteuertes Geld gehen wollen. Wichtig auch hier, keine alten Narrative nachkaufen. Neues Geld für neue Trends. Wir haben da nämlich immer noch Leute, die zum Beispiel in Ripple, in Veracity unterwegs sind und Co. Und das bringt dich halt nicht weiter. Wir haben viele, viele, viele Möglichkeiten, wie man das Ganze dann entsprechend aufbohren kann. Das heißt, das war es jetzt von mir. Erstmal ein bisschen ausgeholt. Die nicht Konkurrenz, sondern Mitbewerber gebasht mit der Peitsche, rausgeschaut in den Markt. Wo geht es jetzt im September hin? Was erwartet uns jetzt am Markt? Dass ihr genau wisst, was ist zu tun. Und jetzt fehlt nur noch ich, der liebe Krypto-Guru, dass wir uns zusammensetzen, kennenlernen, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, damit du eben dir Zeit, Geld, Herzblut, Energie sparen kannst und damit du nicht Fehler machst, wie es tausend andere Leute machen. Ich danke dir für deine Zeit. Runterscrollen, durchlesen, draufklicken natürlich. Fühl dich frei, abonniere mich. Gib es weiter an Geschädigte von VOW, Infinity, DCPDG, wie sie alle heißen. Teil das Ganze und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dir noch einen schönen Sonntag und dann bis bald. Freue ich mich, dich in der Strategiesession hier begrüßen zu dürfen.